Liebe Frau Schulsenatorin, wollen Sie mich umbringen? Tja, das muss ich fragen. Ich habe seit gestern wieder Herzvorflimmern. Und das bekomme ich immer dann, wenn die Belastungen, die mir angetan werden, zum Beispiel von der Schulverwaltung, einfach zu heftig werden. Ich habe mehrfach nachgefragt in Ihrer Behörde, wer sich denn dafür zuständig fühlt, endlich mal den Verpflichtungen aus dem Gerichtsurteil nachzukommen, aus dem letzten Sommer? Ich habe keine Antwort erhalten. Sie wollen anscheinend nicht den Verpflichtungen aus dem Gerichtsurteil nachkommen. Sie wollen weiterhin behaupten, ich hätte irgendetwas falsch gemacht. Ja? Ich weiß nicht, wie Sie dazu kommen. Ich habe direkt Sie am 5. Februar angeschrieben. Und ich habe keine Antwort erhalten. Sie sind eine CDU-Schulsenatorin. Und ich hatte die Hoffnung, dass Sie diese rot-grün-woken mindestens abmahnen in Ihrer Behörde, wenn nicht gleich austauschen. Die haben in einer CDU-Schulverwaltung eigentlich gar nichts zu suchen. Ne? Oder wollen Sie mir erzählen, dass es mehr gibt als Frau und Mann, dass man gendern muss und dieser ganze Schwachsinn, damit diese Agenda hier ins Land kommt? Natürlich alles nicht. Aktuell fühlen wir uns hier so, ja, das sagen mir auch viele andere, das ist nicht nur so mein Gefühl, wie 1988 in der DDR. Ja? Wo dann die Regierung meinte, demonstriert doch mal alle gegen dies und das und jenes, weil die anderen, die für Freiheit demonstrieren, die haben ja alle nicht recht und das wären ja alles Spinner. Nein, liebe Frau Senatorin, die Spinner sind längst entlarvt. Die verdienen viel Geld, die kommandieren uns hier herum, die haben dafür gesorgt, dass viele Menschen jetzt gesundheitliche Probleme haben. Ja, ich auch. Ich habe zwar nicht die Giftspritze bekommen, aber der Druck, der hier aufgebaut wird, diese Meinungsdiktatur, diese Denkanweisungen, dieser komplette Schwachsinn, darf doch von einer Schulsenatorin nicht unterstützt werden. Ich lese Ihnen nochmal den Brief vor, den ich Ihnen am 5. Februar 2024 schrieb. Ich erwarte jetzt umgehend die Zahlungen, die mir zustehen. Und wenn die nicht kommen, dann werde ich die selbstverständlich einklagen. Macht Ihnen das Spaß? Wollen Sie das wirklich? Mich kostet es Nerven und Geld und meine Gesundheit. Und wollen Sie das? In Brandenburg haben wir bereits einen Untersuchungsausschuss. Und all diese Leute, die diesen ganzen Zirkus hier vorantreiben, die werden in Kürze alle in solchen Ausschüssen aussagen müssen. Und was wollen die dann sagen? Ich habe von nichts gewusst. Dafür ist das Bundesgesundheitsministerium zuständig. Dafür ist das RKI zuständig. Dafür ist die Weltregierung zuständig, vielleicht auch noch. Nein, dafür sind Sie zuständig, dass in Ihrem Bereich Menschen geschützt werden. Dazu gehört auch meine Gesundheit. Kommen Sie endlich den rechtlichen Verpflichtungen aus dem Urteil im letzten Sommer nach. Es regt mich wahnsinnig auf, was in diesem Land passiert. Also, nochmal zum Brief. Beschwerde wegen Untätigkeit der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Fall des Lehrers Rüdiger Bormann. Unrechtmäßig fristlos gekündigt durch Frau Sandra Scheres. Sehr geehrte Frau Senatorin Katharina Günther-Wünsch, nach diversen erfolglosen Versuchen, die Ihnen unterstellte Verwaltung dazu zu bringen, ihre Pflicht zu erfüllen und unter anderem meine ausstehenden Gehälter zu überweisen, wende ich mich nun mit dieser Beschwerde persönlich an Sie in Ihrer Funktion als Dienstherrin. Anbei finden Sie das von mir erstrittene Urteil des Landesarbeitsgerichts Berlin vom 15.06.2023. Die Auszahlung meiner Abfindung erfolgte Ende 2023 leider fehlerhaft auf Basis der Lohnsteuerklasse 6, sodass ich bislang nur einen Bruchteil davon erhielt. Unter anderem die noch ausstehenden Gehälter plus VWL wurden bislang nicht gezahlt. Tja, wie ich darauf komme? Na ganz einfach, weil im Gerichtsurteil steht, die erste
ordentliche Kündigung wurde vom Gericht genutzt, um das Arbeitsverhältnis entsprechend ihres Antrags aufzuheben. Und daraufhin habe ich die Abfindung bekommen, auf dieses Datum. Ja? Bis zu diesem Datum sind natürlich alle Gehälter zu zahlen. Auch von meinen Auslagen für den Rechtsstreit in der Berufung habe ich bislang nicht einen Cent gesehen. Aufgrund der Nichtzahlung des ausstehenden Gehalts verzögern und komplizieren sich in meinem Fall weitere Verwaltungsschritte, wie zum Beispiel die Fortzahlung meines Arbeitslosengelds und meinen Rentenantrag für eine Teilrente, denn ich vollende in Kürze das 63. Lebensjahr, bin ich inzwischen, und beabsichtige, ab 2025 als Angestellter nie wieder voll beruflich tätig zu werden. Ich möchte Sie hiermit bitten, die ausstehenden Zahlungen umgehend zu tätigen, natürlich mit Lohnsteuerklasse 3, und mir einen qualifizierten Ansprechpartner zu nennen, sodass ich mit diesem die Angelegenheit kurzfristig zu einem ordentlichen Ende bringen kann. Dazu gehört natürlich auch ein vernünftiges Zeugnis. Bisher habe ich das natürlich auch noch nicht bekommen. Ich hatte darum gebeten, mir nochmal den Zugang zu meinen E-Mails freizuschalten, sodass ich dort in meinen Schul-E-Mails die entsprechenden Daten recherchieren kann, was ich denn alles so geleistet habe in den letzten Jahren, in der letzten Dekade. Ja? Das war eine ganze Menge und das kommt auch alles rein ins Zeugnis. Das ist mein gutes Recht. Aber ich habe keine Lust, das alles einzuklagen. Sie sind die Schulsenatorin und Sie sollten Ihren Leuten sagen, dass sie das zu tun haben. So, was habe ich denn noch hier? Warum rege ich mich eigentlich heute wieder so auf? Ganz einfach. Weil mein Herz sehr unregelmäßig schlägt und mich schwächt. Ich komme nur noch mit Mühen die Treppen hoch. Ich habe schon beim Fahrradfahren gemerkt, dass ich meine normale Geschwindigkeit nicht erreiche. Ich habe ein EKG gemessen, ich habe meinen Kardiologen informiert. Ich muss mich jetzt um meine Gesundheit kümmern. Ich trete jetzt einen Schritt zurück. Aber Sie lasse ich nicht in Ruhe und schon gar nicht davonkommen mit meinem Geld. Schönen Tag noch. Ein kleines Update. Ich war gerade bei meinem Kardiologen und der meinte dann einfach chronisches Vorhofflimmern. Mal sehen, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme. Oi, oi, oi.